Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück bei Pathfinder Kingmaker. Das ist mein erster Satz des Tages. Wir schauen uns mal eben an, was hier in der Nebengang drin ist. Aber der Dungeon ist... Ich denke mal, der war einfach für eine niedrigere Stufe gedacht. Ach, guck mal da. Guten Morgen. Oh, ich bin ja im Discord. Doof. Tschüss. Ja. Da sieht man mal, dass es noch morgens ist. Ach, werde ich jetzt die paar Minuten nochmal neu machen? Nein. Das war der Markus im Discord. Eine Falle. Geh weg. Wahrnehmungserfolg? Was haben wir denn gesehen? Ne, das habe ich ja vorher schon gesehen. Nicht identifizierte Stoffrobe? Hatten wir schon mal was? Robe ist Wasser, ist Kälteaura. Gewährt ein SG-Bonus plus 5 auf Kältezauber. Toll. Ich bin natürlich nur mit Feuerzaubern unterwegs. Oh oh. Diese bröckelnde Säule ist rissig und feucht, als wäre sie mit Säure übergossen worden. Das wäre wahrscheinlich der Hinweis gewesen auf die Falle, die hier ist. Pass mal auf, es gibt bestimmt noch einen zweiten Schalter und damit machen wir nochmal irgendwas auf. Hier bestimmt ein Tor gegenüber. Weil guck mal, wie groß die Karte eigentlich ist. Das muss ja auf jeden Fall noch was sein. I do what I must. I see something. I'm off. That was easy. Keine Skelette? Interesting. Auch Dreck wegmachen. A trivial task. Ja. Also doch. Und hier unten kommen freundliche Skelette aus den... Ja, ja, er nimmt die Gelegenheitsangriffe mit. Hauptsache meine Herrschaften kassieren gerade nichts. Ein Stück beschriebenes Leder aus alter Zeit. Aber vielleicht doch noch ein starker Gegner hier auf uns wartet. Was sieht denn zaubertechnisch bei uns aus? Ja, ihr seht doch alle noch relativ fit aus. Zauber sind fast alle voll. Sind sogar eigentlich, theoretisch sind alle voll. So gut wie alle. What's that? Ha, a trivial task. Warum nicht? That was easy. You forced my hand. Na komm, ihr könnt. Die doch locker flockig alle umhauen. Okay, die sind Level 8.
insgesamt. Das ist schon näher an meinen Leuten dran. Wenn jetzt irgendwo noch ein Level 14 oder so rumlungert, als Endgegner wäre das okay. Aber jedes Skelett ist schon 100 wert. Übrigens, das Kommentar wegen den Transmutationsbüchern, das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, weil der Typ, der in dem Kommentar angeblich das noch hat, der ist ja inzwischen meine Hauptstadt, der ist ja nicht mehr beim Handelsposten von Oleg. Deshalb würde ich ungern da hochreisen und mir das angucken. Aber es gibt eine zweite Etage hier. A trivial task. Mach auf. I believe I found something. Interesting. Ha, a trivial task. That was easy. You see that? Anscheinend haben Zyklopen sehr gerne Fallen produziert. A trivial task. Einsamer Krieger. Barbar 13, zwei Untote. Da ist eine Säule mit einem Wissenswurf. There's something here. Ha, a trivial task. Danke. So it's come to this. Tja, gucken wir mal, ne? Gib mir mal die Möglichkeit. Du kannst eine Telekinese-Faust einsetzen. Ich glaube, das ist ganz hilfreich gegen die. Lied des Mutes. Dann bebende Knochen. Magst du nicht bei ihm anwenden? Weil der wird resistent sein gegen sowas. Dein Zauber wenigstens hast Zauber. Ah, okay, das hat nicht so viel gebracht. Wie sieht's aus mit den magischen Geschossen? Das war ein bisschen mehr. Wir kriegen Besuch von Skelettkriegern. Oh, von einigen Skelettkriegern. Shit. Ich hätte mal vorher speichern sollen, aber es sah so einfach aus an der Stelle. Oh, sehr gut, er ist tot. Moment. Lauf vor dem weg. Und jetzt mach den Heilzauber. Und direkt noch einen raushauen. Nein, du sollst keine leichten Wunden heilen. Ah, scheiße. Der Imperator hat sich hingelegt. Oh.
Could this happen? Yes. I always survive. Heilen wir dich mal so hoch. Amiri hat's getroffen. Aber ich glaube, jetzt gibt's nur noch den einen da oben. Und das war's dann. Boah, wir müssen den Dungeon nochmal verlassen. Das tut alles nämlich weh. Applaus, please. Dieses flache Lief zeigt die letzten Minuten eines mächtigen Barbaren und seiner Verbündeten, die in Sarkophagen eingeschlossen werden. Sie sterben einen qualvollen Tod, greifen sich immer wieder an die Kehle und scharren an den Wänden ihres ewigen Gefängnisses. I do what I must. Langschwert Meisterarbeit, aber das ist doch nicht das, was wir jetzt eingesammelt haben, oder? Das hier, den Eis-Zweihänder haben wir eingesammelt und das ist sogar praktisch. Weil wir treffen ja immer wieder Kreaturen. Die nur von einem Eis-Zweihänder bekämpft werden können. Beziehungsweise dann keinen zusätzlichen Schaden. Also beziehungsweise, ach. Ah ne, es ist, Moment, Eis-Zweihänder? Damit ist kein Eismetall gemeint. Okay, sie macht halt Eisschaden damit. I'm off. Weil es gibt ja kaltes Eisen auch und das müsste das sein. Das bräuchte ich. Verdanischer Steigbügel und ein nicht identifizierter Ring. Aber so einen habe ich noch nie gesehen. Ring des Glücks erhöht die Rettungswürfe des Trägers um 1. Das ist ein Glücksbonus, der nicht mit anderen Glücksboni addiert werden kann. Tja, wer sollte sowas tragen? Der Imperator trägt sowas. That was easy. Right here, my friend. What you want? Give the order. Genau, heil ihre Wunden ein bisschen. Ach, guck mal. Hier geht's zurück zum Ausgang. Ich hoffe mal, das Grab bleibt jetzt nicht verschlossen, weil dann gehen wir nämlich raus, rasten einmal und gehen wieder rein. Es mangelt an Kaffee. Und im Grab selbst können wir ja nicht rasten, beziehungsweise nur ein einziges Mal, das will ich mir aufheben. Wenn ich 2 Meter vom Eingang entfernt stehe, kann ich natürlich auch rausgehen. Da bin ich immer gespannt, ob es später nicht, sag ich mal, Gewölbe gibt, wo man wirklich tief reingehen muss.
und nicht nur eine Etage. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen. Geht doch bitte alle denselben Weg. Dann lauft doch getrennt, wenn ihr wieder persönliche Probleme habt. Was war eigentlich bei dem bebenden Knochen falsch? Muss die Kreatur leben? Ich dachte, bebende Knochen würden mir auch ermöglichen, Skelette zu übernehmen. Oh, ein uralter Golem. Ein Level 18 Konstrukt. Will ich das? Will ich gegen den kämpfen? Ich bin mir noch unsicher. Wir sollen uns auf jeden Fall vorher schon pushen. Don't hesitate. Something bothering. And Lindsay was called for. Du sprichst das Gebet. Tear them one for Gorum. Scheiße, davon gibt's zwei. Zauberimmunität, Ausnahmen, Adamanit, Adamantit, so. Und leider sind das neutrale Gegner. Odem-Waffe. So, kriegen direkt Besuch von der Seite. Und ja, ich denke mal, der Feuerball wird nicht so viel Schaden machen. Weil das ja auf 15 reduziert ist, oder? Oder werden alle Angriffe auf 15 reduziert? Ja, das scheint sich noch in Grenzen zu halten. Erzwungene Reue wird bei dir nicht wirken. Das sind ja neutrale Kreaturen, Konstrukte. Aua. Aber der erste ist gleich tot. Habe ich dir nicht gesagt, mach einen Zauber. Danke. Halt mal unsere Amiri am Leben. Oh, wundervoll. I see something. Boah, Kanon 30. Now I'm embarrassed. Von diesem Flechtenrelief starte ich eine hässliche einäugige Kreatur an, die von einem seltsamen Wasserbecken umgeben ist. Ja, super. Mysteriöse Säule mit Spuren von Ruß an der Oberfläche.
I'm there. Tja. Ruß. Also Feuer wird damit zu tun haben. Lindsay the Illustrious. This spell's not supposed to work like that. Something more simple, like Lindsay the Great. Maybe Lindsay the Indecisive. Right here, my friend. Ready and willing. Ich spekuliere mal einfach. Nö. In due time. Und die Feuerschale war jetzt mit in dem Flammending drin. Wird also auch nichts damit zu tun haben. Muss ich nochmal wiederkommen. Follow if you dare. Alte Zyklopmünzen. Warum habe ich überall so offene Enden, ey? Octavia, ey, wie wär's, wenn du ein bisschen mehr auf Arcanum gegangen wärst? Jetzt stehen wir hier. Wie lange ist das Level? Ach, nee, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr hier unten schaffen. Stopp! Was habt ihr gesehen? Verschlossen. Handschuhe. Das sieht doch mal interessant aus. Schwächere Duellhandschuhe. Plus 1 auf KMV gegen Entwaffnungsangriffe. Dabei habe ich noch nie mitbekommen, dass ich entwaffnet wurde von irgendwem. Something bothering you? Agritio Turinos. So, zweite Etage. Irgendwas übersehen? Ich denke nicht. Toll. Ein Stargate. Je näher du der Steintür kommst, desto lauter hörst du ein Flüstern, das zunächst kaum wahrnehmbar ist. Die Stimme wiederholt immer wieder die Worte, die Tür öffnet sich dem Stärksten, besiegt die Monster, holt den Schlüssel aus dem Kerker. Der Schlüssel ist versteckt zwischen zwei Flüssen, die in denselben See fallen, an dessen Ufer findet ihn und kommt. Die Tür öffnet sich dem Stärksten. Tja, und anscheinend ist erst ein einziges Monster besiegt worden. Oh, das werde ich bestimmt vergessen. So raus hier.
Und eigentlich habe ich meine Sachen jetzt wieder so voll. Oh, Entschuldigung, der Kaffee wirkt mal wieder überhaupt nicht. Da ich wieder zum Außenposten müsste. Ein See, in den zwei Flüsse münden. Das könnte der Silberstil oder wie auch immer Silberstufensee sein. Da haben wir nämlich einen Flusszulauf vom Norden, obwohl im Süden kommt kein Fluss dahin. Oder meinen die ein Drachenblattpferch, aber es kann auch nicht sein. Aber da waren wir schon. Die Schierlinge-Insel? Nee. Komisch. An der einsamen Mühle hatten wir die Goblins gesehen. Die sind ja weggelaufen. So weit sind wir gar nicht weg von zu Hause. Ja, dann reisen wir erstmal wieder ins Dorf. Weil wir haben einfach so viel Kram wieder dabei. Das muss erstmal wieder verkauft werden. Ein Dungeon geklärt. Und schon ist alles voll. Monster brechen aus dem Leichnam gefallener Bürger vor. Der Untertanen brauchen ihren Baron in der Hauptstadt. Aber das haben wir ja geschafft. Problem gelöst, Unruhestifter, Projekt abgeschlossen. Ah, es sind die Bonussachen, die wir freigeschaltet haben mit den Loyalität plus 1. Training. Der Ratgeber lernt neue Feinheiten seines Fachs und wird in seiner Stellung leistungsfähiger. Dauert aber wieder 20 Tage. Das können wir einnehmen, die Region. Und das sollten wir auch langsam mal tun. Lindsay hat einen Vorschlag. Unruhen auf den Straßen. Kann nur mit Besuch... So, du kannst dich um die Monstersichtung kümmern. Aber trotzdem, wieso? Ich bin doch gerade mal einen Tag weg gewesen. Es kann doch nicht schon wieder alles den Bach runtergehen. Entschuldigung. Erstmal Hauptplatz. Wie machen das andere eigentlich? Ich habe immer das Gefühl, wenn ich 14 Tage in so einer Regionserweiterungsmission drin hänge, kann ich mich gleich erhängen. In due time. Ach, stimmt. Brocken
war wirklich der andere. Und der zu mir runtergekommen ist, war ja der Cave-Kön, den ich ja gerettet habe aus dem Tempel des Elches, ne? I'm there. Wegen dem Buch, da muss ich ja wirklich zum Handelsposten. Hört auf zu schreien und hört mir zu, ich will euch zur Vernunft bringen. Es gibt nichts zu besprechen, das ist meine Heimat, hier wurde ich geboren und hier werde ich sterben. Du Narr, das sage ich doch. Wenn du bleibst, stirbst du einen frühen Tod. Siehst du nicht, was hier los ist? Monster, Goblins und Banditen. Wenn man sich einmal kurz umdreht, kriegt plötzlich irgendein Dämon aus den Gedärmen des Nachbarns. Du redest zu viel. Tu einfach deine Arbeit. Bete zu Erastil und bleib in der Nähe deines Hauses und deiner Familie. Mehr musst du nicht tun. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Ei, als du halb so alt und noch unverheiratet warst. Erik, alter Freund, denk doch an Jenny und eure Kleinen. Was, wenn irgendein Monster an eure Tür klopft? Du bist Holzfäller, kein Schwertkämpfer. Wir müssen die Baronie verlassen, solange wir es noch können. Ich, Erastil, stehe uns bei. Euer Gnaden. Verzeiht, euer Gnaden. Wir haben nur über die Ernte gesprochen. Ich verstehe, du sorgst dich um dich und deine Familie, aber hör mich an. Ohne treue, aufrechte Leute und an... an meiner Seite kann ich dieses Reich niemals von den bösen Mächten befreien, die es plagen. Wenn ihr bleibt, werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um diesen Irrsinn zu beenden. Das schwöre ich. Gescheitert. Wie ihr wünscht, euer Gnaden. Kacke. Warum bist du nicht diplomatischer, Pascal Maides? Meine Güte. Ja, das hat sich gelohnt. Also von Trash-Sachen. Zepter der Klage, Verbesserung plus 3. Moment mal. Zehn bis 20, 2D, 6 plus 8. Ah, Blitz-Eis-Streitkolben ist irgendwie besser. Zweite Hinrichtung, Verderben, Untoter. Eine Verderbenwaffe zeichnet sich gegen bestimmte Feinde aus. Gegen einen entsprechenden Gegner ist der Verbesserungsbonus der Waffe plus 2. Besser als ihr tatsächlicher Bonus. Außerdem erleihen solche Feinde zusätzlich 2d6 Schadenspunkte. Okay. Zweite Hinrichtung ist also gut gegen... Untote. Aber es wären auch 26 Schaden. Also so viel besser macht das die Waffe dann nicht. Wenn ich jetzt in den Thronsaal gehe, werden ja wieder lauter Leute vorsprechen. Deshalb machen wir jetzt erstmal den Break und werden dann morgen weitermachen bei Pathfinder Kingmaker. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.